Hey Leute, willkommen zurück bei Elite Dangerous. Wir sind kurz vorm Zendok, hier wollte ich ja hinfliegen. Und da sind wir auch gleich. Und ich sehe schon, hier oben gibt es schon die ersten Rohstoffabbaustandorte. Wenn wir hier eine Vulture finden könnten, wäre das natürlich fein. Dann könnten wir die da direkt nochmal testen, um eventuell ein paar Kopfgelder einzusammeln. Vielleicht gibt es hier auch noch ein paar schöne Aufgaben, die wir erledigen können. Aber wir müssten eigentlich nochmal zurück auf den kleinen Außenposten vom letzten Mal die Aufgabe abgeben. Das ging leider nicht. Nicht mit der Clipper jedenfalls. Aber die Pferde Lars war doch, glaube ich, auch nochmal ein mittleres Schiff. Naja, schauen wir mal. Echt ein geiles Riesenpanoramafenster drin. Wir sind gleich da, nicht wieder vorbeifliegen. Ich versuche das ja immer eigentlich jedes Mal zu vermeiden, aber ab und zu durchs Quatschen oder durchs Rumgucken verpeilt man das dann doch manchmal. Und komm schon, ja. Docking request granted. Danke. Ich frage mich immer noch, wie wir auf Kadett gekommen sind. Als Rang bei der Föderation. Wir haben ja keine Rangaufstiegsmission gemacht, wahrscheinlich durch eine normale Mission und Rang aufgestiegen. Keine Ahnung. Landing Gear deployed. So, danke. Kann ich auch wieder ein bisschen Schub geben? Driften wir wieder rein in die Station. Komm runter. Oh, der nutzt die Schubdüsen fast gar nicht. Meine Güte, er der mal zum Stehen kommt. Kommt. Naja, alles andere als schön war das. Macht nichts. Ist ja kein Problem. Nachgetankt. Und was hatten wir hier in der Werft? Oh doch, 13 Schiffe. Python, Viper, Anaconda, ASP, Vulture. Hier, yeah. Was kam das Ding? 5 Millionen nur noch? Ach genau, ja, als ich die damals mal gekauft hatte, kamen die ja 20 Millionen. Ihr Dreckschweine. Da haben sie uns ja noch beschissen, als ich die verkauft habe. Da hatte ich nicht die 20 Millionen, die ich dafür ausgegeben habe, wiederbekommen, sondern auch nur die 5 Millionen. Naja, was soll's. 5 Millionen kostet die nur. Das ist natürlich nicht schlecht. Pass mal auf, ich fahre mal runter in das Ausstattungsmenü, baue die Laserwaffen wieder raus und dann holen wir uns hier die Vulture und die testen wir dann mal im Abbaugebiet. Oder je nachdem, vielleicht gibt es hier interessante Aufgaben, die wir damit erledigen können. Wurde eigentlich. Warte mal, mir fällt gerade was auf. Ich muss mal kurz was nachschauen. Gerade ein bisschen sehr komisch, das Anti-Aliasing, das macht nicht so richtig mit. Das gibt's doch gar nicht. Wie sieht's denn mit dem SMAA aus? Auch nicht besser? Hä? Ich hatte sonst mit diesem FXAA immer sehr gute. Es haut gar nicht hin, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Ich hatte gestern ein bisschen mit. Ein paar Einstellungen rumprobiert. Ach, wartet mal. Ich mache da mal eben ein Programm im Hintergrund an. Damit müsste es doch dann klappen. Könnte sein, dass es daran liegt. So, nochmal kurz probieren. Sorry, dass das jetzt hier. Ich finde es ein bisschen komisch, dass bei Blumen nur die Mitteleinstellung das Maximale ist.
Naja, Schattenqualität aus. Hä? So ein Blödsinn. Das war doch alles auf. Ich verstehe das gerade nicht. Ja, sorry, ich will jetzt hier nicht ewig rumprobieren. Ich stelle es jetzt wieder schnell auf FXAA und dann machen wir erstmal weiter. So ein verdammter Mist. Da muss ich nachher mal in den Einstellungen rumschauen bei mir. Okay. Na gut, wir lassen es jetzt erstmal so. Das fällt wahrscheinlich gar nicht großartig auf, aber ich sehe es gerade. Es hat sich, sah gerade sehr komisch aus. Bisschen besser, glaube ich. Okay, gut, die Strahlenlaser kommen erstmal wieder raus. Kriegen wir erstmal unser Geld wieder. Und weg damit. Aber die sehen echt cool aus. Und weg damit. Ne, hier, guckt euch die Kanten an. Boah, das nervt mich gerade. Ich muss dann nach der Aufnahme erstmal schauen, was hier los ist. So, da holen wir uns die Vulture noch. Super, da haben wir noch ein Schiff. Wo ist er denn hier? 5 Millionen, die nehmen wir mal mit. Wir behalten natürlich die Clipper. Das alte Schiff, das lagern wir hier ein. Ich hole das später nochmal nach. Da kaufe ich. Wir bleiben trotzdem beim Gliese 868-System im Baconport. Da werden wir unsere Zelte dann auch mit der Vulture aufschlagen. Und dann hole ich dort einfach einen. Könnte sein, dass ich das Spiel neu starten muss, fällt mir gerade ein, wegen dem Anti-Lasing. Und dass wir alle Schiffe am einen Hafen haben. So, die Vulture, endlich. Die war ja echt super. Die war super. Halt, wartet. Ah, hier ist alles so anders. Hier sehen wir sie nochmal. Ist ein bisschen sehr kastenförmig gebaut, aber die hat es echt in sich. Wollen wir uns hier eine Kampffolie draufbauen? Händler, sehr arm. Da kommt wenigstens die Expertenfolien. Mal schauen, wann wir da die nächstbesseren Folien bekommen. So, okay. Hier war es ja so, wir brauchen auf jeden Fall erstmal das beste Kraftwerk. Ah ja, Gott sei Dank, das gibt es auch hier vor Ort. Ich glaube, mit der Energie war es sehr knapp. Kann das sein? Schubdüsen? Ich baue erstmal die beiden Waffen rein, die ich gern hätte, wenn es die hier gibt. Genau. Ein Laserturm für 19 Millionen. Kostet halt viermal so viel wie das Schiff, aber naja. Oh ja, die Kanonen. Das heißt jetzt nicht die Laser, die ich gern drin hätte, vor Ort. Das sind auch bloß Klasse 2 Laser, hier passen aber auch Klasse 3 Laser rein. Hier sehen wir es. Verdammt. Ja, dann nehmen wir erstmal die mit. Die sehen so putzig aus, die ganz kleinen, diese Standardwaffen, die hier dabei sind. Auch hier super gemacht mit dem Verdeck. Was dann hier vorgeschoben kommt. So, Werkzeugplatz, auf jeden Fall ein Düppelwerfer. So, wir brauchen eine Schildzellenbank. Der Aufklärungsscanner, der kann halt direkt mal weg. Das Frachtgestell baue ich hier auch mal raus, denn hier hätte ich gern die Schildzellenbank drin. Probier es mal kurz mit der. Ich glaube, die hat einen Clip mehr für eine Schildzelle. Das ist zwar nicht ganz so gut wie die A-Schildzellenbank. Halt. Da müssen wir doch erstmal Munition kaufen. Genau. Die hat 5 dabei. Die andere hat, glaube ich, plus 4. Hm.
egal, wir lassen die mal drin, das sollte reichen. Schildgenerator. Kriegen wir da noch was Besseres zusammen? Eventuell Schildgenerator? Achso, ich muss nochmal ändern. Hier, 5 Millionen. Boah. 13,63. Ein B5 oder ein A4? B5 wäre vielleicht besser. Wir nehmen erstmal den B5. Wir gucken nachher mal, wie sich's ausgeht mit der Energie. Frameshift-Antrieb. Auch den holen wir uns. Die Lebenserhaltung. Da nehmen wir bloß einen Rating D, um ein bisschen Gewicht zu sparen. Energieverteiler. Oh ja, da wäre auch ein guter, nicht gerade schlecht. Dann nehmen wir auch den. Viel Energie ist immer gut. Sensoren. Da gehe ich jetzt auch bloß mal auf die D. Oder warte mal. Ja, die brauchen schon viel mehr Energie, die anderen. Das lassen wir erstmal so. Lebenserhaltung, das bleibt so. Sensoren auch. Schubdüsen. Ja, da hätten wir schon zu viel mit den A-Schubdüsen. Ich nehme jetzt mal die. Und da sind wir ganz gut mit der Energie dabei. Ah, könnten wir uns den sogar noch leisten. Oder hier noch irgendwas dazu? Schildbooster? Nö, die nehme ich nicht wieder. Ah, die brauchen so viel Energie und da dauert das dann halt länger, wenn das Schild mal zusammengebrochen ist, bis die wieder auf Vordermann gebracht sind. Treibstofftank gab es halt nur den 8er, okay. Ja, okay, wir probieren jetzt erstmal so. Feuergruppen sind definiert, alles dabei. Achso, genau. Was wir natürlich noch machen können, die freien Plätze hier unten, da bauen wir uns einfach ein paar Frachtkapazitäten rein. Ist zwar nicht viel. Ich glaube, hier unten passen nur 2 rein. Ja, da haben wir halt nochmal 8 Frachtplätze dabei, falls wir doch was Kleines transportieren sollen für irgendeine Aufgabe. Okay, was haben wir denn hier? Auftragstafel. Schauen wir doch mal rein. 2x Rebellenübertragung, das lassen wir. Gold Ankauf, 2x Gold wollen die. Das kriegen wir auf jeden Fall in Gliese. Da können wir direkt nochmal im Baconport halt machen. Was ist das hier noch? Eine Blackbox, das nehmen wir auch nicht an. Das sind so Sachen, die illegal sind teilweise und da lasse ich das lieber, bevor wir da auf den Deckel bekommen. Machen wir das nicht. Okay, aber wir können hier schon mal Sicherheitsbüro, die 6300 Kopfgeld abholen vom letzten Mal. Okay, dann fliegen wir mal los. Freut mich auch wieder hier in dem Schiff zu sitzen. Ist ja echt super. Unser kleiner Kampffighter. Okay, gut. Okay, die Abbaugebiete, die zeigt uns erst an, wenn wir raus sind aus der Station. Das finde ich ein bisschen komisch. Jetzt sehen wir hier keine Abbaugebiete irgendwo. Aber die kommen dann, sobald wir die Station verlassen haben. Kommen wir da eigentlich so noch durch den Schlitz durch? Ich probier's mal. Ich habe es, glaube ich, schon mal getestet. Ja, das funktioniert. So, und jetzt zeigt es uns die Abbaugebiete an. Probieren wir es doch einfach mal. Es gibt hier immer mal Abbaugebiete, da müssen wir mal drauf achten. Piraten sind da immer unterwegs. Mal mehr, mal weniger. Und dann, wir hatten auch schon mal das Glück, wenn ihr euch noch erinnern könnt, das ist schon wieder eine ganze Weile her. Und ich glaube sogar, das war, als ich die Vulture das erste Mal gekauft hatte. Und zwar gibt es dann immer mal Abbaugebiete, wo halt nur die großen Schiffe als gesuchte Piraten rumfliegen. Wo man dann halt gleich mal für die Anacondas und Pythons irgendwie 60.000, 70.000 an Kopfgeld bekommt oder sogar noch mehr. Und da gibt es immer mal so Abbaugebiete, wo die dann wirklich nur rumfliegen und einer nach dem anderen wieder auftaucht. Oh, ein bisschen zu schnell.
Ist egal, wir müssen eh in den Planetenring reinfliegen. Ich guck mal, ob ich es irgendwie so hinkriege. Hull integrity compromised. Nicht ganz, glaube ich. Wo hat's denn uns rausgelassen? Ah, da müssen wir nochmal in Frameshift gehen. Schade. Sonst wäre ich aber komplett vorbeigeflogen wieder. Hier ist sogar jemand unterwegs. Da oben. Da kam noch jemand raus aus dem Supercruise. Na komm schon, FSA Abklingzeit ist immer sehr hoch, wenn man so irgendwo ranrast. Ist wie wenn man aus dem Supercruise gezogen wird von jemand mit einem Frameshift-Unterbrecher. Da dauert das ähnlich lange, bis der sich wieder aufgeladen hat, dass man wieder wegspringen kann. So, jetzt aber. Und ab dafür. Na, wir können ja schon mal die Waffen rausholen. Oh, da haben wir direkt einen. Eine gesuchte Igel. Geht's direkt mal los. Ja, wie gesagt, die Feuerkraft. Die Igel ist halt jetzt schon tot. Die Feuerkraft ist echt übel. So, was haben wir noch? Eine Clipper. Ach, das in freier Wildbahn. Das ist ja super. Hat die vielleicht Dreck am Stecken? Giuliano. Tatsächlich. Die haben auch alle kein Schutzschild. Was ist denn los? Kraftwerk. So, ein bisschen näher ran. Da kriegt sie ein paar auf den Deckel von uns. Bevor ich da angreife, fliege ich aber erstmal ein bisschen drumrum. Ah, verdammt. Ich dachte gerade, als ich angefangen habe zu schießen, die hat sich komplett wegbewegt von uns. Aber der hat sich dann nochmal umentschieden. Ja, das Schild macht schon mal keinen schlechten, was wir dran haben. Ach, guck mal, das war schon. Ha, super. Ab zum nächsten. Was haben wir da? Ein Typ 6 Transporter. Okay, da wird wahrscheinlich nichts gesucht sein. Sieht so aus, als ob der hier abbaut. Ohne Viper. Ja, direkt die nächste. Tja, und auch das war schon wieder. Ja, die Vulture echt unfassbar. Dass die so reingehauen hat, das hatte ich jetzt auch schon nicht mehr in Erinnerung, muss ich sagen. Boah. Oh, die geht echt gut ab. Oh, hier, da hinten, schön mit einem lila Planeten. Was ist das, Ammoniak oder sowas? Oh, eine Sidewinner, das ist genau das richtige Ziel. Die ist wahrscheinlich in 3 Sekunden tot. Okay, die hat ein Schutzschild, 4. Ne, die hat keinen Dreck am Stecken. Was haben wir noch? Eine ASP. Oh ja, das war ja auch was. Ui, wir hatten auch mal einen Asteroiden als Schutzschild genommen. Als es nicht so gut für uns aussah, hatte ich mich einfach versteckt hinter einem Asteroiden, dass die Leute mich nicht abschießen konnten. Das hat sehr gut funktioniert. Matt Simpson! Gibt bestimmt auch irgendwo einen Homer Simpson oder so. Guck mal, da hinten wird gekämpft, da fliegen wir gleich mal hin. Sidewinder und wer kämpft damit? Das waren noch 2 Schiffe. Chuck Cohen ist gesucht. Schade. Und das andere Schiff, eine ASP, ist die auch gesucht. Dann würde ich erst die Sidewinder wegzwirbeln und dann die ASP. Nö.
Echt, die Sidewinde macht Stunk. Ach Gottchen. Target shields offline. So, das war's. Sauber. Ein föderales Abwurfschiff haben wir auch noch vor Ort. Vielleicht haben wir ja Glück. Und es ist so ein Gebiet, wo große Schiffe rumschwirren, die gesucht sind. Tatsächlich, das ist auch gesucht. Ja, da legen wir direkt los. Stehen ganz gut da. Target Shields offline. Under attack. Kurz mal die thermische Überladung abwarten. Boah, ich habe echt vergessen, wie viel Spaß das mit der Vulture gemacht hat. Dadurch, dass die so gut reinhaut. Kurzes Flugmanöver. War jetzt nicht so super, wir haben sie direkt auf den Gegner ausgerichtet. So, na komm schon. Oh, der kriegt noch mehr auf den Sack jetzt von den anderen, die uns hier helfen. Super Sache. Meister ist der. Der hat wahrscheinlich ein bisschen mehr Kopfgeld. Ja, das war schon wieder. Oh, was? Sind das 94.000? Tatsächlich. Ich konnte es gerade gar nicht genau lesen. Wow. Ist ja unfassbar. Oh, da hinten wird noch mehr gekämpft. Oh, geil. Ich glaube, wir halten uns hier ein bisschen auf, würde ich sagen. Ich mach die Folge ein bisschen länger. Da wir gerade so gut dabei sind, da haben wir direkt die nächste Sidewinder. Und wie gesagt, das sind jetzt nicht die besten Laserwaffen, die ich dran habe mit der Vulture. Gibt da noch eine Klasse besser. Aber mit denen müssen wir wahrscheinlich wieder selber zielen. Aber können wir mal probieren. Im Gliese-System gab es die ja. So, schon mal draufhalten. Damit wir von der Seite wieder das Kopfgeld noch mitkriegen. Nein! Oh, habe ich aus Versehen jemand getroffen oder was? Ach, scheiße. Verdammt ich nochmal. Jetzt werden wir natürlich gesucht. Ach nö. Ach Manu, das nervt mich gerade. Wieder aus Versehen jemanden angeschossen. Ach Leute, das ist doch Kacke. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Da haue ich direkt zur Station ab. Ach Mist. Frameship Drive charging. 4, 3, 2, 1, 0. Target Shields offline. Dass das immer noch nicht gefixt ist. Bloß wenn ich mal aus Versehen jemanden ganz kurz... Ich habe es gar nicht richtig gesehen. Ich habe bloß einen kleinen Punkt gesehen, der da an mir vorbeigerauscht ist. Wir haben trotzdem in der kurzen Zeit einfach mal 150.000 Kopfgelder gemacht. Das ist natürlich super. Verdammt, das ärgert mich jetzt. Ich wollte die Folge eigentlich noch bis ja auf so eine halbe Stunde, 35 Minuten ausweiten, ein bisschen rumkämpfen. Aber mit dem Gesuchtstatus fliege ich da nicht umher, weil sie mich dann irgendwann alle angreifen. Und dann könnte es auch mal schlecht für uns aussehen. Na gut. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dort im Abbaugebiet. Ich fliege jetzt bloß hier hin, begleiche das Kopfgeld. Von uns, das was wir schon eingenommen haben, das behalte ich. Das lösen wir später irgendwann mal ein. Mal gucken, wie viel wir da zusammentragen können. Und dann würde ich sagen... Vielen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.